Ja, grüßt euch Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video werde ich ND-Filter miteinander vergleichen. Und zwar habe ich hier einen 20 Euro K&F ND-Filter. Also es sind variable ND-Filter und ein ND-Filter von Tiffen, der so der bekannteste und beste sein soll, für satte 150 Euro. Was der Unterschied ist und wozu man diese Dinger überhaupt braucht, erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's nach dem Intro. Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, wozu braucht man überhaupt ND-Filter? Die Frage kann ich relativ einfach beantworten. Beim Film ist es ja anders als bei der Fotografie. Also brauchen wir, wenn wir draußen filmen und offenblendig filmen wollen, das heißt also mit einer Blende von 1 bis 2, müssten wir natürlich, um es richtig zu belichten, die Belichtungszeit hochschrauben. Und das soll man ja gerade im Film immer nicht machen, weil der Shutter Speed, also die Belichtungszeit, sollte immer das Doppelte der Frame Rate sein. Und normalerweise bei Normalgeschwindigkeit filmen wir mit 24 Bildern die Sekunde. Das ist auch wie alle Kinofilme gefilmt werden. Also 1/50 Belichtungszeit. Aber bei 1/50 Belichtungszeit und einer Blende von f1.4 beispielsweise ist das Bild viel zu hell. Ich habe natürlich dadurch den Vorteil, dass ich den Hintergrund schön weich machen kann. Und da kommt ein ND-Filter ins Spiel, der fungiert quasi wie eine Sonnenbrille. Den setzt man vorne aufs Objektiv rauf und man kann den dann eben dunkler oder heller stellen und je nachdem dann die Belichtung richtig einstellen. In diesem Video werde ich darauf eingehen, auf Vignettierung, die diese ND-Filter verursachen, Schärfe und auch Farbstich. Und mit dem Test legen wir jetzt los. Also wenn wir über die Farbgebung sprechen, dann können wir sagen, dass wir bei beiden Filtern einen gelb-bräunlichen Farbstich feststellen. Aber auch hier muss ich sagen, dass der beim Tiffen ND-Filter nicht ganz so stark ist wie der beim K&F ND-Filter. Gehen wir direkt zur Vignettierung, die wir in diesem Beispiel auch sehr gut sehen können. Beide Filter haben natürlich eine Vignettierung bei 18 mm. Und das haben eigentlich alle ND-Filter, also insofern sei das mal hier dahingestellt. Aber auch hier haben wir beim Tiffen ND-Filter eine nicht so starke Vignettierung wie beispielsweise beim K&F ND-Filter. Und der letzte Punkt, die Schärfebeeinträchtigung. Beide Filter haben eine leichte Schärfebeeinträchtigung, aber man sieht hier, finde ich, bei allen drei Testbeispielen schon den deutlichsten Unterschied zwischen dem Tiffen ND-Filter und dem K&F ND-Filter. Also das Bild mit dem K&F ND-Filter ist ein bisschen weicher. Insofern kann ich denn noch zur Verarbeitungsqualität sagen, dass der Tiffen ND-Filter hier deutlich robuster, dicker und hochwertiger ist als der K&F-Filter. Der Tiffen ND-Filter kommt in einer Tasche, die mir persönlich nicht so gut gefällt. Die ist einfach nicht so schön kompakt wie dieses schöne Case, mit dem der K&F ND-Filter kommt. Insofern würde ich, aber selbst bei 130 Euro Preisunterschied finde ich, dass das den Tiffen ND-Filter nicht wert ist. Und ich habe auch viele Reviews am Anfang gelesen und es wurde immer gesagt, investiert in einen guten ND-Filter. Aber bei denen von K&F für die 25 Euro, was der kostet, Link ist jedenfalls in der Videobeschreibung, kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Ihr habt damit ein gutes Bild. Ich empfehle euch auf jeden Fall, den Weißabgleich einzustellen, nachdem der ND-Filter drauf ist, und die Schärferegulierung sollte man ja eh bei Panasonic-Kameras in dem Bereich minus 3 drehen, und wenn man den auf 0 stellt und dann wieder die Schärfebeeinträchtigung durch den Filter, kommt man plus minus 0 aufs Gleiche darauf raus. Also das Bild soll ja nie total überschärft sein. Also insofern finde ich das absolut in Ordnung. Und ja, das war's in diesem Fall von meinem Review. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so war, dann lasst mir gerne ein Like und vor allen Dingen ein Abo da, unterstützt den Kanal, und wir sehen uns auf jeden Fall in meinem nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.